Die Wüste, Freunde, sind wir immer noch hier. Und zwar, wir haben noch einiges zu erkunden. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Das Stückchen hinten will ich noch gerne noch erkundschaften. Aber ob wir da einmal einfach so hinkommen? Da geht ja noch ein bisschen hoch, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir mal kurz zum Stempel, was da war. Wir sporten hin. Moment mal, da oben haben wir noch was. Da haben wir noch was übersehen. Wir brauchen hier unser Gebläse. Ha, guck mal an hier. Nice. Na, full life von Level 1 und Level 2. Hab ich da was zum Boosten unten? Oder war gar nichts? Na, können wir mal hochgehen jetzt, ne? Zum Stempel, Heidi. Ging das nicht? Dann eben mit Betten. Moment, oder mit Kisten. Ah, mit Kisten geht er auch. Mit der Kiste geht er auch, Mensch. Und ups. Ah, nee. Ah, scheiße, mir dummend. Wir gehen mal kurz den Weg lang. Genau, besser. Ohne Hopsi, jawohl. Wer kommt jetzt? Hallo! Was ist das für ein Thema, da, Junge? Ja. Hallöchen, ich bin der Stempelmann. Stempeln sind mein Leben. Es gibt in ganz Hyrule keine großartigen Stempelexperten als mich. Du fragst sicher, was hier ist. Was das hier ist? Das ist eine Stempelstation. Jawohl, ja. Es ist nirgends schöner, Stempeln zu gehen. Okay. Es geht einfach nichts über Stempeln. Dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man einen auf dem Papier drückt. Und dafür wird man dann super schönes Bild als Andenken belohnt. Es gibt nichts Schöneres. Genau deshalb bin ich fleißig herumgereist und habe an verschiedenen Orten Stempelstationen eingerichtet. Jetzt veranstalte ich eine Stempeljagd, bei dem es darum geht, alle die Stempelstationen aufzusuchen. Okay, der Stempeltyp ist etwas weird. Wenn ich dich das nicht überzeugt hat, weiß ich auch nicht. Du bist doch jetzt schon ganz schön heiß drauf, ja? Auf Stempeljagd zu gehen, oder noch? Na dann. Natürlich willst du stempeln. Als allererstes brauchst du eine Stempelkarte. Jawohl, du Nerd. Ohne kann man nicht Stempeljagd gehen. Yeah, du hast schon eine Stempelkarte gekriegt. Endlich zahlt sich die ganze Aufwand aus, den ich betrieben habe. Dann stempel mal drauf los, was das Zeug hält. Zeig mir, was in dir steckt. Cool. Jawohl, ja, das sind Gestempelte. Und nicht anders. Super gestempelt. Ich habe übrigens keine Stempelstation in Gebäuden, Höhlen oder unter Wasser abgestellt. Nur damit du es weißt. Jawohl. So bitte und mach Schiss und Scheiß. Auf zur Stempeljagd.
Das. Irgendwie ist es ein komischer Typ. So, wir gehen aber jetzt in Richtung dem Gebiet, was wir noch nicht offen haben. Einfach mal dahin latschen, mal gucken, was da ist eigentlich. Gebe Gummi, gebe Gummi. Gerudo-Stadt. Nice, nice. Okay, oh, Sandsturm. Das heißt... Wir können hier einen Erinnerisch-Misch oder einen Wegfreund. Ah, okay, die ganze Area ist anscheinend ein Sandstorm im Gange. Oh, pfft. Was ist denn das hier? Verzischt euch! Was ist denn das? Okay, wir gehen mal kurz rein. Hier kommen wir nicht weiter. Von wegen, wir kommen hier weiter. Oh shit! Was sind denn das für Viecher? Attack! Maulwurfsdinger. Oh shit, die haben das umgebracht. Oh nein. Attacke. Na, was wird's denn? Hier sind die Fairy-Tücher. Ja, oh, wir können sogar. Ah, merk sogar. Let's go. Krubart. Gemerkt. Vernichte es. Nice. Hab gesurfen. Was war denn das gerade? Ein Geheimgang entdeckt. Ja. Ich denke, wir brauchen den Krubart. Den hier. Klatsch. Okay. Ah, scheiße. Wir hätten ganz außen hingehen müssen. Gehen wir erstmal da lang. Kommen wir so hoch hier mit der... Seitula vielleicht? Jawohl, wir kommen dann auf. Sehr gut. Aber dort nicht mehr. Ich will die Truhe haben. Hehe, du Arsch. Oh shit. Lösen wir den. Wir müssen die Truhe holen. Ich will die Truhe haben. Okay, wir müssen nochmal zurückgehen. Ich will die Truhe haben. Ich will die Truhe unbedingt, unbedingt, ey. Der Krubart ist ja geil. Komm mal her, schön. Gehst mal hier rein. Oh yes. Ein goldenes Ei. Die Golden Ei. Ey, der Krubart ist geil. Ein neues kleines Feature. Wir müssen mal kurz das Vieh ausschalten hier. Davon nehmen wir uns den Gürtelpraller. Attacke! Oh. Nichts passiert.
Was kann man da am besten nehmen? Ein Octorok ist ja Quatsch, oder? Geht das? Ja, es geht wunderbar. Come to me back, Octorok. Ey, das klingt gut. Jetzt raus hier. Was ist das da? Ruhe in Frieden, stolze Kriegerin. Ah, wir müssen hier anzünden, alles klar, verstehe. Kerzo, let's go! Wir müssen hier anzünden. Und jetzt? Nichts passiert. Warum eigentlich? Da passiert gar nichts, oder? Halt, nix. Das ist nur eine belanglose Ruhe im Frieden, stolze Kriegerin. Mehr nicht. Vielleicht hat das auch irgendwann nochmal eine andere Bedeutung. Irgendwann schon. Hier brauchen wir uns einen Kubert. Der nächste ab hier wieder. Nice, wir haben den Kubert erwischt. Ach, ich bin. Ach, Mensch, ich will nicht wieder runter. Weg hier, weg hier, weg hier. Noch irgendwelche Schätze hier? Ne, das war's erstmal. Irgendwie kommen wir hier nochmal zurück, denke ich. Weil dieser Ort ist sehr mystisch. Ist das geil hier. Weg hier, du elendes Scheiß-Drecksvieh. Gerudo-Start. Ach, wir können jetzt hier neue Schergen bauen. Attacke, greift sie an. Oh, voll Block gemacht. Keulen Eplin gemerkt. Aber wir haben ein ganzes Lager davon. Attacke, greif ihn an. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Immer schön drauf auf die Leute hier, auf die Eplins. Wups. Immer schön drauf auf die Blätter. Dann eben hier Action. Oh, voll erwischt. Eine Bumerang oder so. Was ist das? Bumerang oder was? Was er hier hat. Ah. Schön erwischt. Bumerang Eplin. Das ist natürlich cool. Aber wo geht's da hinten nochmal lang? Übelst die Leute. Oh shit. Weg hier. Greif an. Aha, der kommt nicht weiter hier, außer nur da in der Wüste. Kommt doch hier rein, hab ich nicht gedacht. Ah, wunderbar, gesmashed. Kommt mit weg. Noch so ein Lager von den Idioten.
Alter, geh mir hier nicht auf die Nuss, Alter. Ich brenn dich hier an, ey. Jawohl, ich danke dir, Kerzol. Ah, ein weiteres ohne Kiste, den wir gleich mitnehmen. Und anfackeln, anfackeln. Brennt sie ab, ich nur die Nussis hier. Komm hier, nimm sie. Kerzunge, bring sie weg. Alter, irgendwie scheiß Viecher, ja. Ah, er ist weg. Dann haben wir abgebrannt. Was machst du, ey? Haha, es ist wie dumm, ey. Nimm mal gleich mal einen mit. Für die Äpplins. Ausbrennen! Aua, schön abgebrannt. Komm mit. Lauf weg. Die Diebe. Und dich krieg mal auch noch, du mein Freund. Let's go. Macht ihn alle. Oh, du hast voll reingerannt, der Kunde. Oh, wieder eine hier. Klutpfeffer. Noch mehr. Oh, es sind andere Viecher jetzt, oder? Zu stark. Wir brauchen hier wieder mal unseren Abfackler. Oh, der hat ein Schild, der Idiot. Ah, Moment mal. Los. Oh, shit, wir haben noch wenig Herzen. Erst wieder abhauen kurz, dann ins Bett legen kurz. Wir brauchen unser Spezialbett. Wo haben wir das hin? Hier. Immer schön ausruhen. Touchdown. Der hat ein Schild. Wie können wir denn am besten Herr werden? Mit unserem Siegelfleisch? Siegel los! Ha, voll reingelatscht! Oh, der ist ganz stark, der Typ. Oh, die machen 2 Herz Damage. Vielleicht unsere Raben? Scheiße, die sind übelst stark. Wir haben aber nicht mehr viel Hauswahl. Das ist es ja. Oder wir nehmen die hier. Die Bumerang-Leute. Ah, die machen wenigstens weit weg Damage. Der eine ist weg. Der blockt ab hier, der kleine Scheißer. Ah, der macht schön Damage. Yeah, wir haben ihn. Wie heißt der? Boomerang Albin Level 2. Da können wir den gleich mal hier eincachen.
Oh, der kostet 4. Oh, der ist teuer. Greif's an, meine Freunde! Yeah, wir, oh, was ist das? Oh, das war doch ein Lager. Oh, nice. Coin Äpplin Level 2. Oh, krass, Alter. Oh. Du hast den Energia-Handschuh erhalten. Handschuh aus unbekanntem Material. Du findest möglicherweise mehr Energie, wenn du Rissmonster besiegst. Oh, geil. Erstmal ausruhen in Bette. Junge, Junge, wie geil. Come to me back, meine Freunde. Ja, die Gegner waren schon gut. Level 2, wie viel gibt's denn da noch davon? Von wie weit gehen die Stufen da? Das will ich gerne mal wissen, wie weit's da geht. Oh, das ist wieder eine Höhle. Wir stürmen sofort rein. Oh. Das war zum Beispiel die fliegende Risse da. Oh, shit, was kommt jetzt? Na toll. Seeigel, rettet er uns? Yeah, wir haben uns einen Flugfliesen gemerkt. Das ist so der Typ, der das sehen wollte, oder? Der bei der Oase steht. Oh, du mieser kleiner Bastard. Warte mal, können wir hier auch einen Octahawk einsetzen? Ja, das geht. Scherben. Greif ihn an, du Arsch. Oh, Diamonds. Nehmt den ganz hinten, den Flugfließ. Das geht wunderbar, oder? Let's go! Klatsch! Diddle-diddle-diddle! Und nichts hinüber. Wunderbar! Diddle-diddle! Oh! 100 Rubies! Ey, geil, wir haben schon fast einen Taui. Hier haben wir uns das Flugvlies gekriegt. Der Ende hier wollte das doch sehen, oder? Wieder ein Stempel da oben. Der holen wir uns gleich. Schwein gehabt. Yay! Noch ein Stempel. Cool. Haben wir eigentlich schon alles abgedeckt hier? Ja, fast. Momentan geht's eigentlich.
Wir bringen erstmal den Typen das komische Flugvlies. Der Typ wollte das doch sehen, oder? In der Oase. Alter, wie cool, wir haben übelst viele schon gesehen. Was ist mit denen hier? Übelst die hier. Oh shit, was ist das denn? Noch so ein scheiß Lager. Warte mal, ich komm doch schon, Mensch. Du wolltest das sehen, gell? Boah, was? Hm, was ist das? Oh, der Typ ist immer voll begeistert. Ist das etwa, was ich über diese fliegende Bodenflies von dem Facetta geredet hat? Mach das nochmal, noch einmal. Nein, am besten nicht noch einmal, sondern ganz oft. Geil, der Typ. Puh, das sollte reichen. Ich hab sie so genau studiert, dass ich jetzt meinen Vorgesetzten Bericht darüber erstatten kann. Vielen Dank. Fuffi Rubinis. Tschüss, mein Freund. Abgeschlossen. Hey, mein Freund, wo willst du hin? Hier geblieben. Noch ein Stempel. Wo kommt der auf einmal her? Etek. Ihr miese kleinen Idioten. Na, warte, ich bringe euch hier mal zur Ordnung bei hier, Kollege. Der Typ geht mir so offen auf die Nuss, Alter, Junge. Der macht zum Glück kein Damage. Boomerang sind voll gut. Die machen wenigstens immer schon die ganze Viecher platt. Mach dich runter, Junge, du elendes scheiß Vieh. Ah, erwischt. Jetzt bist du platt. Yeah, wir haben die Kiste. Nice. Oh, schon wieder die Glutpfeffer. Warum denn das, Alter, Junge? Voll auf Wands, Alter. Hier gibt es auch noch ein Geheimnis, wollte ich schon sagen. Moment mal, hier gibt es auch noch was. Nicht mehr. Ein Herzteil gibt es da drüben. Ha, wir können uns den Bodenflies nehmen. Tada! Wunderbar. Nice! Na, warte, ihr Bürschchen, ich will euch mal helfen auf hier. Ihr kleinen miesen Ratten da unten. Wo geht's denn da hinten noch lang? Komm, macht ihr. Oh, wunderbar, ey. Übelst die Rubinis. Treib's dann voraus. Was ist das überhaupt hier? Hä? So, Freunde, der Part ist leider schon fast vorbei. Noch einer? Nee. Hab ich schon. In der nächsten Folge, denke ich mal, gehen wir in die Gerudo-Stadt. Die Stadt der Gerudos.
können wir uns schon mal hinstellen hier. Und ein Teleporter haben wir noch hier. Wunderbar. Nice. Jetzt haben wir die ganze Gegend aufgedeckt. Geil. Das war eigentlich mein Ziel für die Folge. Wegfreund. Das war eigentlich die... Ziel der Folge. Ja, wunderbar. Wir haben schon das Boden hier. Dingsbums da hier. Moment nicht, da oben will ich noch mal kurz lang. Das ist schon sehr verdächtig da oben hier. Ah, Scherben. Oh, ein Herz sei geil. Kugel, wieder mal. Ey, hau ab, du scheiß Vieh. Moment. Komm her, Junge. Donner erwischt, wie geil. Yeah, voll erwischt. Weg damit den Scheiß. Hier war nichts mehr. Da oben vielleicht noch mal gucken. Hier war auch eigentlich alles safe, oder? Ha, ein Stempel. Geil. Fällt nur noch einer hier. Ah, Freunde, das wird lustig. Na gut, ich schalte auch nächste Woche. Geht's weiter hier und macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.